Herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid Wallmann und als Präsidentin des Hessischen Landtages darf ich Sie recht herzlich im Herzen der schönen Landeshauptstadt Wiesbaden, dem Sitz unseres Parlaments, begrüßen. An diesem Ort wird Politik für ganz Hessen gestaltet, also für Sie, die Bürgerinnen und Bürger. Der Landtag, die Herzkammer der Demokratie auf Landesebene, ist wohl einer der spannendsten Orte in Hessen. Und genau dahin nehme ich Sie nun mit, auf eine kleine Reise durch das Parlament der Hessinnen und Hessen. Das Stadtschloss entstand in den Jahren 1837 bis 1841 als Residenz der Herzöge von Nassau. Unter den vier großen Kronleuchtern des Musiksaals kamen in den Jahren 1946 bis 1960 die Abgeordneten des Landtages zu ihren Plenarsitzungen zusammen. Für die Abgeordneten gibt es seit 2008 einen modernen Plenarsaal. Und hier im Musiksaal spielt ab und an immer noch die Musik. Der Raum wird für besondere Empfänge, beispielsweise von ausländischen Staatsgästen, genutzt. Neben dem Musiksaal befinden sich zwei weitere Räume, das Kabinett und das Präsidentenzimmer. Auch hier empfange ich regelmäßig Gäste in einer historischen Kulisse. Hier im Landtag verbinden sich Tradition und Moderne. Der Landtag ist ein offenes Haus und das ist mir als Präsidentin auch sehr wichtig. Im ganzen Jahr finden im Landtag zahlreiche Veranstaltungen statt. Politikerinnen und Politiker kommen mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft zusammen und engagieren sich für unser Gemeinwohl. Und manchmal wird dabei auch gefeiert. So wie etwa am Abend des Sports, der in jedem Sommer traditionell die vielen Ehrenamtlichen und ihr großes Engagement in den Sportvereinen würdigt. Im höchsten Verfassungsorgan des Landes wird Politik für die Menschen gemacht. Wie viel Geld gibt Hessen für die Schulen, die Krankenhäuser, die Polizei oder den öffentlichen Nahverkehr aus? Und ab welchem Alter dürfen junge Menschen an Landtags- und Kommunalwahl teilnehmen? Mit diesen und vielen weiteren wichtigen Themen beschäftigen sich die Abgeordneten des Landtages. Die eigentliche Detailarbeit findet dabei in den Ausschüssen des Landtages statt. Sie tagen grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hier steht die Sacharbeit im Vordergrund. Aktuell gibt es 16 ständige Ausschüsse, darunter beispielsweise den Haushaltsausschuss für Fragen der Haushalts- und Finanzpolitik. Der Ausschuss berät federführend den Landeshaushalt, der vom Parlament verabschiedet wird, und er kontrolliert den Haushaltsvollzug. Der Hessische Landtag entscheidet also darüber, wie viel Geld der Landesregierung für ihre Politik zur Verfügung steht und ob sich die Landesregierung an die Vorgaben des Parlaments hält. Und hier im Plenarsaal wird über die Dinge, die in den Ausschüssen vorbereitet werden, final entschieden. Der Plenarsaal ist der Ort, an dem die aktuell 133 Abgeordneten zusammenkommen, in der Regel einmal im Monat für drei Sitzungstage. Unsere Demokratie wird an diesem Ort ganz besonders sichtbar. Denn die Abgeordneten und ihre Fraktionen üben während der öffentlichen Plenarsitzungen wichtige Parlamentsfunktionen aus. Sie beschließen Gesetze, diskutieren über aktuelle Themen und kontrollieren durch ihre Arbeit das Handeln der Regierung. Und sie entscheiden mit ihren Stimmen über wichtige Ämter wie das des Ministerpräsidenten. In den Plenarsitzungen wird mitunter lebhaft über die richtige Politik für unser Land gestritten. Auch das gehört zu einer gesunden Demokratie. Dass es dabei aber trotzdem fair zugeht, darauf achten die Vizepräsidentinnen und Präsidenten und ich als Landtagspräsidentin bei der Leitung der Sitzungen. Demokratie lebt von Öffentlichkeit und von Transparenz. Die Abgeordneten des Hessischen Landtages und auch ich als Präsidentin freuen uns deshalb, wenn Sie uns besuchen. Etwa bei einer unserer Plenarsitzungen hier auf der Besuchertribüne. Alle notwendigen Informationen dazu finden Sie bei uns im Internet unter www.hessischer-landtag.de. Wir freuen uns auf Sie in Hessens Herzkammer der Demokratie.